zu diesem Klang des Om, wo ich immer danach finde, es ist eigentlich schwierig dann zu sprechen, weil es wieder unsere Aufmerksamkeit nach außen bringt, wo wir vorher im Inneren waren. Aber es gibt einen sehr schönen Text dazu, den ich euch gern dazu noch mitgeben mag. Und der Text heißt: Die Stille, die äußere Klänge umgibt, die Stille, die äußere Klänge umgibt, ist Gott. Im Inneren dieser Stille ist der ewige Klang des Om. Ich bin im Laufe meines Lebens so auf diesen Weg, jetzt in dieser Form mich mit Klängen zu verbinden, sukzessive hingeführt worden, wie überhaupt ich die Wege in meinem Leben, die ziemlich turbulent waren großteils, auf sehr, sehr, einfach sehr schöne, sehr, sehr besondere Art oder auf eine Art, die mich oft sehr berührt macht, zu dem geführt haben, wo ich jetzt spüre, dass es meins ist und wo ich einfach in mir das Gefühl habe, dass es das ist, was zu mir passt, was ich bin und was ich aber auch gerne den Menschen geben möchte. Wobei ich nicht das Gefühl habe, dass sich das davon unterscheidet, was ich früher empfunden habe, aber die Art und Weise, diesen Weg zu finden, es nach außen zu geben, der ist gewachsen in den Jahren. Und ich habe das große Glück gehabt, immer Menschen gefunden zu haben oder Wesen gefunden zu haben, die mich geführt haben und die mich auch aus den tiefsten Löchern irgendwie wieder hervorgeholt haben. Ich bin in einer Musikerfamilie aufgewachsen und hatte von daher natürlich immer Kontakt mit Musik, sowohl im aktiven wie im passiven Sinn, und war auch der Musik sehr verbunden und hatte, also natürlich, aber ich hatte den Wunsch, Musikerin zu werden, und ich wollte immer Sängerin werden. Das war aber heute das erste Mal, dass ich irgendwie Chorpublico gesungen habe, außer im Chor. Aber das zählt nicht so. Aber das, was ich gerne erzählen möchte, es hat ein Phänomen gegeben in meiner Wahrnehmung der Musik, und das hat mich oft sehr beschäftigt, und ich habe es natürlich in Musikerkreisen, habe ich das mich nicht getraut, das laut zu sagen. Aber ich habe immer empfunden, dass die Musik, also ich bin mit sehr viel klassischer Musik aufgewachsen, aber generell Musik, du hast vorher von der Dosenmusik gesprochen, also aber auch wie auch schon auch, also sehr hochkünstlerische Musik, aber dass sie trotzdem irgendetwas in sich hat, wo ich das Gefühl hatte, es fehlt noch was. Es war irgendwie, also aus meiner heutigen Sicht würde ich sagen, es ist etwas Endliches gewesen, und diese unendliche Weite, die Klänge oder das Om in sich tragen, die ist irgendwie dadurch, dass wahrscheinlich wir Menschen mit unserem Geist das bewerkstelligt haben, einfach das hat einfach das noch gefehlt. Und das ist für mich auch ein Grund, warum mich die Arbeit und das Zusammensein mit Klängen so fasziniert. Darüber hinaus ist es auch, was mir natürlich heute in diesem wunderschönen Begegnung mit Leonardo irgendwie auch bewusst geworden ist, ich habe immer den Wunsch gehabt, mit Instrumenten und mit Musik mich auszudrücken. Und eigentlich das auszudrücken, was vielleicht auch mit Worten nicht auszusagen ist. Und das war aber einfach auch durch den klassischen Musikerziehungsweg, den ich gegangen bin ich da einfach immer an Grenzen gestoßen und habe dann eher das wieder zurückgenommen. Und das ist einfach, und ich erzähle das jetzt deshalb so ausführlich, weil ich das Gefühl habe, dass es ein Prozess ist, der in uns stattfindet, ganz einfach, dass wir
übergehen von diesem etwas zu tun, was wir gelernt haben, es so zu tun, dass es gut ist, es so zu tun oder dass man es so macht, zu dem, was wir von innen heraus spüren, was hilfreich ist, was uns gut tut, was für die Erde und für die Menschen wichtig ist. Und deswegen erfüllt mich die Arbeit mit Klängen einfach mit so einer Freude. Und ich merke einfach auch, dass es die Menschen an einem Punkt berührt, wo sie einfach sehr empfänglich sind, sagen wir mal. Wo du sonst mit Worten oder wo du einfach schwer hinkommst. Und ich habe ein Zitat von dem Dichter des Sufismus von Rumi gehört, das mich sehr berührt hat, wo er sagt, dass wenn du Botschaften empfangen möchtest, dann lege das Ohr deiner Seele an das Fenster deines Herzens. Und das ist so, also man, da kann man nichts dazu sagen, ja, das spricht für sich. Aber es ist auch dieses, es hat mich auch wieder dahin geführt, dass ich in allen Begegnungen auch, die ich mit Menschen habe, weil ich finde einfach, es ist ja nicht nur, dass wir eine Arbeit haben sozusagen, ja, wo wir jetzt sagen, ja, wir haben eine Praxis oder wie immer, sondern es sind ja die Begegnungen, die zwischen uns stattfinden, immer, oder zwischen uns und auch mit der Natur oder mit allem, was uns umgibt, oder eben wenn wir, so wie vorher, das Essen zubereiten oder so, dann ist es einfach diese... Habe ich den Satz Faden verloren? Diese Achtsamkeit, ich weiß zwar nicht mehr, ob ich das sagen wollte, aber es macht nichts, passt schon. Kannst du mir das hilft ja zur Achtsamkeit. Ne? Das entwickelt sich immer mehr Achtsamkeit, der Umgang mit dieser. Genau, ja, und es ist, ja, genau, jetzt weiß ich es wieder, also das ist einfach auch diese, es berührt in den Menschen einen Bereich, der in uns einfach, wir sind Klang, ja, Klang ist, wenn wir mit Klängen in Berührung sind, ist es nicht etwas, was wir von außen vermittelt bekommen und das von außen auf uns wirkt, es wirkt natürlich in der Resonanz von außen, aber es ist etwas, was wir in uns tragen, was wir sind, ganz einfach. Und besonders die Arbeit mit, zum Beispiel mit den Klangschalen, ist jetzt nicht etwas, wo ich sage, ich gebe einem Menschen von außen gesehen eine Schwingung, die, von der ich meine, dass sie ihn harmonisieren soll oder kann, sondern es ist etwas, was ich dem Menschen, es ist wie eine Art Rückerinnerung für den Organismus, für den Menschen in seiner Gesamtheit. Und es ist ein sehr intuitives Arbeiten. Also es ist nicht ein Arbeiten, wo du ein gewisses Konzept hast, sondern es ist das auch etwas, warum ich es so gern mag, weil es einfach diesen Raum freigibt, dich führen zu lassen in der Arbeit. Und wo du wirklich dich einstellen kannst auf den Menschen, der da ist, ohne dass du jetzt aber deine eigenen Strukturen irgendwie mit einbringst. Ich bin früher auch in der Pädagogik tätig gewesen und habe mich sehr viel unter anderem sehr viel mit Montessori-Pädagogik beschäftigt, wo es ja auch, also das, was mich fasziniert hat, war in erster Linie dieser Ansatz, dass du den Menschen dort wahrnimmst, wo er ist und mit ihm den Weg gehst, wo du wahrnimmst oder wo der Mensch, die Kinder wissen es ja selbst, ja, die Kinder kommen ja mit diesem Wissen. Und es verlangt eigentlich nichts anderes, als diese feine Wahrnehmung zu haben, dass du das Kind begleitest in dem, was es sowieso an Entwicklungswissen in sich trägt. Und bei uns Erwachsenen ist es halt etwas tiefer verborgen, weil wir halt gewöhnt sind oder bis jetzt gewohnt waren, vielfach uns eher mit dem zu beschäftigen, was im Außen von uns erwartet wird, wo wir hinwollen, wo wir meinen halt, dass es gut ist, wo man hin soll, hin will.
Und trotzdem ist es eben gerade durch Klänge möglich, dass wir in dieses Bewusstsein zurückfinden. Und, ja. Du sprichst von Potenziale und Musik oder Klänge. Ja. In welchem Zusammenhang stehen die? Und in welchem Zusammenhang stehen die Potenziale, die du entwickelst, und die Potenziale, die du weitergeben kannst? Also wenn ich das richtig verstanden habe, muss ich korrigieren. Ich habe meine Potenziale zu entwickeln in diesem Zusammenhang, meinst du? Naja, auf der einen Seite ist, würde ich sagen, ist mein gesamter Weg, mir meiner selbst oder meiner Seele bewusst zu werden, oder meiner Essenz bewusst zu werden. Wie benutzt du das? Was geschieht da, die Potenzialentwicklung zum Beispiel mit den Quellen? Also was geschieht in mir? Ja. Ja. Wie kann sich das andere vorstellen? Naja, man kann sich das so vorstellen, dass es, wir sind ja in unserer Schwingung in Resonanz, das heißt die Schwingungen, die von denen wir umgeben sind, kosmisch gesehen, aber auch in allen anderen, sind in Resonanz mit unseren Schwingungen. Das heißt, zum Beispiel unsere Organe haben, jedes Organ hat seine eigene spezifische Schwingungsebene und ist so wie Mikrokosmos, ist so wie Makrokosmos. Ja? Also was in uns ist, ist auch um uns. Und die Klänge, also was ich zum Beispiel faszinierend finde, ist, dass die Klangschalen, die in Tibet getrieben werden von den Menschen dort, die treiben die Klangschalen intuitiv bis zu exakt der Schwingung, die einer Planetenschwingung entspricht. Ohne dass sie jetzt irgendwie Messinstrumente oder sowas haben, sondern sie haben dieses innere Wissen. Und wenn wir Klangschalen auch spüren, oder wenn du jetzt von mir eine Klangbehandlung, eine Klangheilung bekommst, dann reagieren deine Zellen in Harmonie zu dieser Schwingung. Und wenn es jetzt Bereiche gibt in dir, die in dieser Schwingungsharmonie eine Blockade haben oder eine Abweichung haben, bringen die Klänge diese Harmonie wieder zurück. Und ich glaube, entschuldige, aber ich glaube auch, dass sie noch wesentlich tiefer gehen, ja, weil sie dich mit diesem Bewusstsein in dir und was sie auch machen, ist, dass sie diesen inneren Raum in dir öffnen. Ja, dass sie einfach eine schöne Möglichkeit sind, dass man in sich spürt, diesen inneren Raum, wo wir eigentlich uns finden, uns selbst. Gut, das ist Materie, denn von sich aus, ja. Materie tut nichts. Doch ist es einfach Ausschwingung. Wo ist der Schöpferakt? Sagst du den Klangschalen, dass sie etwas bewirken sollen? Oder die wirken und du entscheidest, dass sie wirken? Oder der Klient? Nein, ich würde sagen, dass es ist, im Grunde ist es ein Zusammenwirken letztlich. Aber es ist, also ich entscheide willentlich nicht, dass sie irgendwie zu wirken haben. Ja, weil dieser Prozess, der geht nicht über meinen Willen, sodass ich diese Wirkung einstellt. Es geht nicht von meiner Entscheidung aus oder von meinem Willen aus. Möglicherweise hat es mit dem Menschen zu tun, der es bekommt. Ja, wenn diese Bereitschaft sich auf diese Wirkung nicht einzulassen, nicht da ist, ja, dann ist es natürlich, ist zumindest die Wirkung, sagen wir mal, eine andere, würde ich sagen. Gut, Eva, welche Aber ist deine ist, Rolle dabei? Meine Rolle ist eigentlich die, im Grunde ist es keine andere Rolle, als wenn jemand channelt oder eine Botschaft weitergibt. Ja. Im Grunde ist meine Rolle die, ich stelle mich eigentlich zur Verfügung, die Menschen mit ihrer Urschwingung in dem Fall wieder in Kontakt zu bringen, damit sie einfach zu sich in diesen Kontakt mit sich wiederkommen. Das ist eigentlich meine Rolle. Ja. Und die Heilung in dem Sinn findet ja wie immer, wie wir alle wissen, ausgehend von dem Menschen selbst statt und in Wechselwirkung zu Klängen, ja, oder zu Kristallen oder wie immer. Und das ist vielleicht so der Grundansatz meiner Arbeit, aber es ist darüber hinaus ist es mir einfach,
ist es für mich einfach eine Möglichkeit, die Menschen wieder in dieses Spüren von sich selbst zu bringen. Und dann darüber hinaus aber auch Wege zu finden, wie sie das, was sie dann in die Welt bringen möchten, ja, oder was sie in sich dann finden, ja, weil es öffnet ja Räume und es bringt Veränderung, sie da zu begleiten. Ja, also das, wenn dann, ja, wenn dieses innere Wissen sozusagen hochkommt und ins Bewusstsein steigt, dann ihnen auch Möglichkeiten zu zeigen, also das ist zum Beispiel auch etwas, was mir sehr wichtig ist, ihnen wirklich Möglichkeiten zu zeigen, wie sie sich dann auch ausdrücken wieder im Außen. Ja. Weil es ist so dieser Weg, zuerst gehen wir nach innen und nehmen uns im Inneren wahr, aber wie bringen wir das dann auch wieder nach außen? Da ist doch auch eine Begleitung, das ist auch genau. Ein Schöpferakt. Das genau. Ist erstmal das Öffnen der Räume, dann genau. Das Begleiten, ja. Das Deuten und dann aber auch wieder zum Ausdruck bringen, weil das ja, weil wir, um das wiederum in der Welt sichtbar zu machen. Bist du zufrieden mit dir? Jetzt oder überhaupt? Jetzt und überhaupt? Jetzt und überhaupt? Ja, nicht immer, aber immer öfter. Und das Malen, was wir vielleicht am Abend noch ausprobieren werden, das ist eben ein sehr schöner Weg, diese Schöpferkraft in den Menschen wieder ins Sichtbare und ins Erlebbare zu bringen. Du malst für dich oder für die Menschen? Oder also diese Art zu malen ist für die Menschen, für mich auch, also ich nehme mich da nicht aus, aber es ist einfach ein Weg, auf neue Art das Schöpferische in einem zu zeigen, indem man sich nach dem richtet, was man in sich wahrnimmt, was Ausdruck sein soll und nicht, was vorgegeben ist. So. Das heißt, du malst für andere? Nein, ich leite es an. Also ich male auch für mich, ich male für mich. Und leitest intuitiv. Aber in diesem, genau, in diesem, also ich habe zum Beispiel mit behinderten Jugendlichen über 2 Jahre so eine Malgruppe geführt und es war einfach berührend zu sehen, wie in welche innere Ruhe es die Menschen gebracht hat, diese Jugendlichen, und welchen Ausdruck sie aber auch gefunden haben. Und gerade für uns Erwachsene, die wir doch meist gewohnt sind, irgendwie zu schauen, okay, was muss ich, was ist der Auftrag, ist es ein sehr schöner Prozess, in diese Innenschau zu kommen und zu wissen, es ist das in Ordnung, was aus mir kommt. Und es hat auch einen sichtbaren Ausdruck. Schön, das Erfüllen deines Auftrages, ja. Bevor du zurückgehst, Sabine, der Ein. Ich habe noch eine Frage. Habe ich mir gedacht. Diese Klänge, wenn ich die höre, ja. Bekomme ich das, die Gewissheit, die kommen nicht von hier, von der Erde. Wo kommen diese Klänge her oder wo kommst du her als Seele? Also ich würde sagen, es gibt 2 Aspekte, das anzuschauen. Das eine ist, wenn wir davon ausgehen, dass alles eins ist, dann kommen natürlich die Klänge und wir und ich alle aus dem All einen. Und wir gehen auch dahin wieder zurück. Und es ist eine von uns Menschen gemachte räumliche Vorstellung, oder dass es diesen Unterschied gibt. Auf der anderen Seite ist es offensichtlich für mich geworden, weil ich habe einfach schon von Kind an mich schwer getan mit vielen Dingen, die hier auf der Erde einfach üblich sind, ich sage es jetzt mal so, und habe oft das Gefühl gehabt, es wird etwas gespielt, wo ich zwar urgern mitspielen will, aber ich komme mit den Regeln irgendwie nicht klar. Und so wie beim Mensch ärgere ich nicht, dann bin ich immer wupp, wieder draußen. Und die Klänge, im Grunde sind die Klänge Klänge sind alles, es ist alles Klang. Und auch die Erde hat, also was zum Beispiel hat, man kann ja die Klänge, jede Bewegung im Kosmos verursacht einen Klang. Jede Bewegung. Und jede Bewegung in uns ist auch Klang. Das heißt, man kann es eigentlich nicht trennen. Auf der anderen Seite ist es zum Beispiel möglich,
die Schwingung der Erde hörbar zu machen, sodass du diesen Erdenton wirklich in unseren hörbaren Bereich übersetzen kannst. Und das ist einfach, und es bringt uns in diese Verbindung wirklich, dass wir ein Teil des Kosmos sind und dass der Kosmos aber auch in uns ist. Ist das ungefähr das, was du gefragt hast? Warum heißt du Sabine Diarin? Weil ich immer auf der Suche war und mir gedacht habe, ich kann nicht von hier sein, irgendwie. Und dann gab es einen lieben Freund, der hat mir das gechannelt, hat mir ein Seelenchanneling gemacht für mich und da ist es einfach offenkundig für mich auch innerlich gewesen, dass ich zumindest aus einem Teil meines Seelenzuhauses auf dem Stern Ain habe. Und ich, das ist einfach ein sehr wesentlicher Aspekt in mir ist. Und der Erdenton ist übrigens, weil ich dann den Schal sehe, man kann diese Erdschwingungsfrequenz natürlich auch in Farbschwingung umwandeln. Und das ist dieser Orangeton, der auch dieses Orange ist, der Gewänder der tibetischen Mönche. Was einfach auch diesen Zusammenhang, diesen Kreis schließt. Dankeschön. Danke euch. Ich danke dir.